Mahlzeit, Freunde, und herzlich willkommen zum neuen Video. Heute haben wir was sehr Spannendes. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert. In einem der letzten Videos habe ich genau das hier gesagt. Wenn einer von euch sagt, er kommt aus dem Raum Bielefeld oder er würde nach Bielefeld kommen und ich soll sein Motorrad mal Probe fahren, dann kann ich auch eins von euren Bikes fahren und mal wirklich meine ehrliche Meinung dazu geben. Und daraufhin hat sich der Thomas bei mir gemeldet und hat gesagt, ich könnte doch mal seine schöne Breakout fahren. Zuerst stelle ich euch das Bike ein bisschen vor, das ist nämlich was sehr Besonderes, da er das Ganze komplett selber bei sich zu Hause in der Garage umgebaut hat. Und das finde ich in heutigen Zeiten schon sehr beachtlich, da die meisten die ganzen Projekte natürlich irgendwie bei der Fachwerkstatt machen lassen und das selber wirklich noch so geschraubt wird, ist natürlich selten. Wir gehen das Bike mal einmal von hinten bis vorne ein bisschen durch, danach machen wir einen Soundcheck, schwingen uns dann aufs Bike und drehen einfach mal eine kleine Runde. Wenn wir hinten anfangen, haben wir einen Heckfender von Thunderbike gepaart mit einem 260er Reifen. Finde ich schon ganz cool, schwarz pulverbeschichtete Felge. Die Blinker und das Rücklicht hat er, sage ich mal, unten drunter versteckt. Soll aber wahrscheinlich noch ein bisschen geändert werden, dass da quasi 3-in-1 Blinker reinkommen, dass das Airride hinten, was auch verbaut ist, noch ein bisschen tiefer kommen kann. Was ich sehr cool finde und so selten gesehen habe, sind die Bremsscheiben. Halt mit dem Willy G Skull so ein bisschen angelehnt, ne? Ist schon irgendwie ganz cool. Genauso wie man hinten schon sieht, der komplette Rahmen wurde in Seidenmatt-Schwarz Pulver beschichtet, so wie gefühlt fast alles an dem Bike. Bis auf den Lacksatz natürlich, der ist in einem Seidengold, ist glaube ich eine Farbe von Lamborghini, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe. Finde ich stimmig, ne? Also ich glaube, mit einem Glanzschwarz würde das Gold nicht so zur Geltung kommen wie mit einem Mattschwarz. Sitz ist selbst vom Sattler bezogen worden und ich glaube auch die Form quasi selbst gemacht, finde ich auch cool. Wir haben eine Jaclyn Hyde mit kurzen Krümmern dran, Kombi-Gutachten mit einem Rix-Luftfilter, damit das Ganze natürlich auch irgendwo im legalen Rahmen dann unterwegs ist. Das Fahrzeug ist an sich basistechnisch eine Harley-Davidson Breakout aus dem Baujahr 2009. Here I come. Oh, here I come. Habe ich zu viel Scheiße gelabert oder war das meiste richtig? Ich glaube, das Baujahr war falsch, ne? 2019, oder? 9 hast du gesagt, glaube ich, ne? Ehrlich? Das heißt, wir haben hier noch Euro 4. Das werden wir natürlich gleich dann beim Soundcheck hören. Man sieht auch, was ich sehr schön finde, dass sich die Details wieder aufgreifen. Ne? Also wir haben quasi eine vorverlegte Fußrastenanlage von Wunderkind verbaut und so halt auch die Griffe und auch die Sozius-Fußrasten wieder von der gleichen Marke. Das sind halt so kleine Details, die ich aber geil finde einfach. Ne? Schreibt mal gerne in die Kommentare, was ihr generell zum Bike meint. Also ich finde, dieser Bronze-Goldton mit dem Seidenmatt-Schwarz harmoniert schon sehr, sehr gut. Wir haben eine Tankverlängerung von Kotlin. Also der ganze Tank ist von Kotlin, nicht nur die Verlängerung. Finde ich auch schön. Einzige, was mir auffällt, es könnte natürlich am Sitz hier ist noch so eine kleine Spalte. Das ist aber natürlich bei so einem fertigen Tank immer ja nicht groß anders machbar. Grundsätzlich aber geil. Am Lenker haben wir auch nochmal eine Besonderheit. Der Lenker wurde an beiden Seiten um 8 mm gekürzt, damit wir einfach nicht diese Riefe quasi innen haben. Ist zwar nur minimal, wenn man die Breakout aber gut kennt und drauf guckt, dann denkt man sich irgendwie, irgendwas sieht anders aus. Als er mir das dann sagte, war das dann so ein Aha-Moment. Finde ich aber cool. Ne? Genauso vorne, alles gecovert an dem Motorrad, was irgendwie zu covern ist. Gabelcover, Achscover, da ist alles dran, Lampenmaske, kurze Riser. Das ist schon sehr, sehr schön. Auch Kühlercover, ich werde euch Detailshots einblenden, finde ich schon eine schöne Sache. Ihr schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr optisch zu dem Bike meint. Wir switchen mal die Kameraposition, machen einen kleinen Soundcheck, dann seht ihr auch direkt, wie das Airride arbeitet und dann springen wir direkt auf die Straße. Geht das los? Müssen wir jetzt noch was einstellen wegen dem Airride oder? Okay. Sitzt der Fender schon hinten auf? Bin ich zu fett? Bis gleich und danke für dein Vertrauen, ne? Da sind wir auch schon on the road. Startet mal wieder direkt im Tunnel hier mit einer Euro 4. Oh, die knallt schon. Thomas Breakout. Wir fahren jetzt mal Probe. Heute fahren wir mal ein bisschen eine andere Strecke. Und zwar die Ossningstraße in Bielefeld. Vielleicht sagt das irgendwem was, der aus Bielefeld kommt. Das ist eine sehr, sehr schöne, kurvige, ja, Bergstraße, da fahren wir gleich mal lang und testen die Breakout vom Thomas mal. Ich bin jetzt wirklich sehr gespannt, wie die sich fährt. Die hat ja einen Legend Airride drin. Er sagte mir, das ist auch in der Härte noch verstellbar und steht jetzt auf relativ soft, sollte also recht komfortabel sein. Finde ich einmal interessant so bei Airride, weil ja, viele sagen, ja, ist nicht so komfortabel. Ich bin bisher auch noch kein Airride gefahren, wo ich jetzt so gesagt hätte, ja, würde ich mir jetzt bei mir einbauen. Aber vielleicht lasse ich mich ja heute vom Gegenteil überzeugen. Also bis jetzt
das Bike ist schon ein bisschen härter. Es liegt aber auch auf jeden Fall am Sitz. Ich bin natürlich irgendwie den Settleman-Sitz gewöhnt von meiner Lowrider S. Da ist natürlich hier viel weniger Polsterung. Aber es ist auf jeden Fall ein Hingucker, das Bike. Also wirklich, ich finde diesen Gold-Bronze-Ton sowas von sexy. Und man muss auch sagen, ist echt ein Blickfang. Also die Leute gucken schon echt. Das Thema vorverlegte Fußrastenanlage schwirrt mir ja eh auch schon länger im Kopf, weil ich ja noch nicht sicher bin, welche ich bei meiner Lowrider S anbaue. Ich tendiere zu Thunderbike. Und die Downshifts hören sich schon geil an hier, sag ich ehrlich. Ich tendiere zu Thunderbike. Hier ist ja jetzt Wunderkind dran, deswegen nochmal ganz cool für mich, die jetzt nochmal zu testen. Ich bin die schon ein paar Mal gefahren auf verschiedenen Bikes. War bis jetzt immer von Thunderbike, Riggs und Wunderkind die mir eigentlich am wenigsten gefallen hat. Jetzt gerade fährt sie sich aber ganz gut. Ich würde nur den Neigungswinkel vom Schalthebel ein bisschen steiler machen. Das ist für mich gerade ein bisschen ungewohnt, sehr flach. Aber es ist natürlich auch persönliche Präferenz und vielleicht habe ich auch einfach einen gefühlt 10 Meter längeren Fuß als der Thomas. Das kann durchaus sein. Also die Position vom Airride müsste jetzt so in der Mitte sein. Er hat das irgendwie mit so einem Modul, dass das quasi von alleine in Position fährt, sobald du das ganze Ding startest. Das ist hier 30, aber nur montags bis freitags. Wenn du das Ding startest, sollte jetzt so in der Mitte stehen. Das heißt, es sieht nicht aus wie Arsch, weil das Ding mega hoch ist beim Fahren. Ist aber auch komfortabler und du schleifst dir nicht den... Ey, was ist denn jetzt los, sag mal? Mach doch mal die Augen auf, ey. Unglaublich. Es ist immer wieder die gleiche Scheiße. Die Leute fahren irgendwo raus. Ich fahre 50, wo 50 ist. Und die guckt einfach gar nicht nach rechts. Das ist so lächerlich. Aber egal, regen wir uns nicht auf. Wir fahren hier ein verdammt geiles Bike. Also soll die Laune auch gut bleiben. Was ich auch sagen muss, das Ding hier fährt sich echt gut. Es hat ein Mapping drauf. Das heißt, trotz offenem Luftfilter und offener Abgasanlage haben wir hier gefühlt gar kein Magerruckeln mehr. Das finde ich schon geil. Also es macht echt schon wirklich was aus, wenn man da nochmal ein bisschen an den nötigen Stellschrauben dreht. Ne? Richtig geil hier. Beste Wetter. Euro 4 Custom Bike. Schön prollig, bisschen Soundcheck hier in der Bielefelder Stadt. Richtig Klischee. Zum Thema Breakout kann ich euch auch eine kleine Story noch erzählen. Als ich damals angefangen habe, mich wirklich näher mit dem Thema Harley auseinanderzusetzen und mit den Modellen und sonst was und gemerkt habe, dass das so mein Ding ist, da war immer so mein Traum, irgendwann mal eine Breakout zu kaufen. Also ich habe immer gedacht, wenn ich mir eine Harley kaufe, dann eine Breakout. Das Ganze hat sich dann damals verändert, als ich dann die Chance hatte, mal das erste Mal die Teile zu fahren, weil ich dann einfach gemerkt habe, dass die Breakout zwar optisch voll mein, oh hier ist sehr viel Schotter, dass die Breakout zwar optisch voll mein Ding ist, aber genau das, was ich jetzt gerade hier wieder merke, einfach von der Kurvenlage her nicht zu meinem Fahrstil passt. Also ich bin halt jemand, der sehr gerne auch mal schneller und auch dynamisch durch Kurven fährt und auch mal gerne ein bisschen ballert. Ich brauche halt so diesen Kompromiss zwischen entspannten Cruisen und Kurvenballern. Und da ist eine Breakout meiner Meinung nach das falsche Motorrad. Das ist für mich einfach ein Cruiser, den man sich umbaut, der geil aussieht, mit dem man coole Touren fahren kann, ganz entspannte Runden fahren kann. Aber das ist für mich kein Kurvenballer-Monster oder sowas, weil mit dem fetten Hinterreifen ist nicht so die Fahrdynamik, die ich mir dann halt vorstelle. Nur mal so als kleine Anekdote. Also ich bin optisch echt ein absoluter Breakout-Fan. Ich finde die Dinger so geil mit dem längeren Radstand und so, das große Vorderrad und auch wie der Thomas die umgebaut hat hier. Das gefällt mir richtig gut. Also rein optisch würde ich das Bike so wie es ist nehmen und fahren. Finde ich richtig, richtig geil. Ne? Rein fahrerisch gibt es, finde ich, Besseres. Aber das werden wir jetzt heute nochmal hier testen. Ich meine, wir haben ja jetzt hier wirklich einen Extremfall mit Airride, mit allem drum und dran und haben gleich eine richtig geile, kurvige Strecke. Und dann werden wir mal sehen, ob ich meine Meinung ändere oder nicht. Bin jetzt mal ruhig, wir sind ja auf einer schönen Strecke und ihr hört euch mal den Sound beim Fahren an. Boah, hört sich richtig geil an. Wir sind jetzt hier in einer schönen Strecke. Die kenne ich sehr gut, das heißt, ich weiß, wie man die Kurven hier fahren kann. Bin mal gespannt, wie die Breakout das hier macht. Bin hier schon mal mit einer Breakout gefahren, aber die hatte kein Airride drin. Bis jetzt sehr gut. Das hier ist auch ein geiler Test, weil wir haben hier den bodenlosesten Straßenbelag, den man irgendwie in Bielefeld gefühlt findet. Aber bisher, die ganzen Unebenheiten, die federt und dämpft das Ding wirklich gut weg. Also ich bin gerade sehr, sehr positiv überrascht. Es fährt sich 1:1 gleich wie auf der, sage ich mal, gut asphaltierten Straße in der Innenstadt. Was man natürlich merkt, hier ist noch der 114er Motor drin, das heißt, wir haben ein bisschen weniger Leistung, als ich es gewöhnt bin.
Aber fährt sich geil. Klar, die Agilität ist halt eben die Agilität einer Breakout. Aber ich bin gerade wirklich ein bisschen positiv überrascht vom Fahrwerk. Für Airride fährt das gut. Also, ja, Legend. Hier müssen wir ein bisschen bremsen. Kurven gehen natürlich nicht so schnell wie jetzt mit meiner Lowrider S. Aber gut, es ist halt so. Ich bilde mir auch ein, dass die Position mit dem gekürzten Lenker geiler ist als normal. Aber ich weiß nicht, inwiefern man 8 mm Kürzung auf jeder Seite wirklich beim Fahren merkt. Also es kann halt auch totaler Bullshit gerade von mir sein. Ne? Aber das hier ist auch, finde ich, eine sehr, sehr schöne Strecke hier in Bielefeld. Also wer aus der Umgebung kommt, ich meine, guckt euch das an. Wir haben hier schönstes Panorama. Auch sehr zu empfehlen, nach dem Sommer diese Strecke hier mal zu fahren, wenn das Wetter noch gut ist. Dann habt ihr hier nämlich einen übelst geilen Ausblick. Ja, hier in diesen Spurrillen merkt man ein bisschen mehr, dass man reingezogen wird. Das liegt aber, glaube ich, eher an der Reifengröße oder an der Radreifenkombination als jetzt am Fahrwerk. Ja, hier nochmal ein bisschen dynamischer durch. Aber ja, fährt sich super. Also für ein Custom Bike in dem Jargon, das ist ja wirklich hier schon Endstufenumbau fast, also optisch auf jeden Fall, kann man nicht meckern. Also auf jeden Fall eine gute Lösung mit dem Airride. Boah, diese Downshifts, ne? Oh, das ist einfach geil. Also es macht einfach Spaß. Das ist einfach das Geile an Harley. Du musst gar nicht immer heizen. Ich möchte auch echt nochmal ein herzliches Dankeschön an den Thomas aussprechen, dass er mir sein Baby hier anvertraut für ein Video. Ich hätte gar nicht gedacht, dass sich nach dem Aufruf im Video überhaupt jemand meldet. Also finde ich echt cool, wenn noch jemand von euch Bock darauf hat und ein geiles Bike hat, was mal hier präsentiert werden soll, was ich mal testen soll. Immer ran damit. Meldet euch bei mir am besten auf Instagram. Und dann können wir da was klären. Also echt sehr, sehr großer Vertrauensvorschuss. Ich bin ja im Großen und Ganzen für ihn ein Fremder. Aber wirklich macht super Spaß, das Bike. Und gerade mit dem Aspekt, dass er das bei sich zu Hause in der Garage gebaut hat, so einen Umbau und eigentlich keine handwerkliche Basis hat, sage ich mal, sondern das eigentlich nur hobbymäßig irgendwie sich selber alles beigebracht hat, finde ich das richtig cool. Also das ist für mich dann einfach nochmal ein paar Prozent cooler, als wenn das jetzt, weiß ich nicht, zum Beispiel von uns im Shop umgebaut wird. Weil die Jungs und Mädels bei uns machen das halt jeden Tag. Das ist dann halt was anderes, als wenn jemand das wirklich selber und vor allem so ein Detailgrad und alles noch irgendwie pulvert und Rahmen lackieren oder was weiß ich. Das finde ich halt schon wirklich beachtlich und das verdient Respekt. Und da könnt ihr mal wirklich einen Kommentar da lassen und dem Thomas mal sagen, dass er das geil gemacht hat. Also da ein bisschen Respekt füreinander zeigen, finde ich nicht verkehrt. So, wir halten mal ganz kurz hier einmal gleich an. Und dann zeige ich euch mal kurz noch die Höhe vom Airride. Lassen das Ding hier natürlich laufen. Er hat auch den Ständer gekürzt, weil das Teil sonst tatsächlich umkippen würde, meinte er. So, oh, sieht schon gut aus. Was sagt ihr zu der Bremsscheibe? Irgendwie finde ich es cool, irgendwie finde ich es aber auf so eine Wave-Bremsscheibe doch schöner. Also sieht jetzt schon sehr, sehr hoch aus, aber ich glaube, wenn ich halt drauf sitze und das einfedert, dann haben wir dann vielleicht, sage ich mal, ja, so viel Höhe, würde ich jetzt mal schätzen. Kann man natürlich auch noch anpassen, man könnte das auch noch höher machen und so, aber vom Fahrkomfort her ist die Höhe eigentlich gut. Weil ich habe gar keinen Bock, jetzt hier lange rumzulabern, weil ich will einfach fahren. Boah, ist schon nicht verkehrt. Der hat die Wampe draußen. Digga, es ist zwar 30 Grad, aber ich weiß nicht, ob das so sein muss. Was ich mir überlegt habe, was wir jetzt auf jeden Fall noch machen, wir fahren jetzt zurück Richtung Bielefelder Stadt. Und dann fahren wir mal durch ein paar Tunnel und gönnen uns nochmal die volle Soundkulisse. Da habe ich nämlich richtig Bock drauf, muss ich sagen, weil irgendwie turns mich heute an, muss ich sagen. Wir können ja mal die Zeit auch nutzen, bis wir da sind und noch mal so ein bisschen über so ein kleines Zwischenfazit sprechen. Also viel andere Verhältnisse, als ich jetzt gefahren bin, werden jetzt auch nicht mehr kommen in diesem Video. Also von den Straßenverhältnissen meine ich jetzt. Zwischenfazit, ich bin positiv überrascht vom Airride. Fahrdynamisch ist es natürlich nicht zu vergleichen mit einem Wilbers-Fahrwerk oder sowas. Aber ich bin wirklich positiv überrascht, also man kann das gut fahren. Ich bin mir nicht sicher, wie es sich nach 3 Stunden anfühlt, aber Stand jetzt würde ich sagen, fahrwerkstechnisch in Ordnung. Sattel müsste vielleicht ein bisschen mehr gepolstert sein für mich, aber völlig in Ordnung. Dann generell Fahrposition eigentlich gut. Was ich glaube, ich machen müsste, der Thomas ist ein bisschen kleiner als ich, das wird auch wahrscheinlich eben der Grund sein. Ich bräuchte irgendwie ein bisschen was Höheres, was den Lenker angeht. Also er hat hier noch, glaube ich, die Riser verkürzt, dass es eine ganz flache Optik bekommt. Finde ich optisch auch sehr schön, aber ich müsste eher irgendwo hier sein. Vielleicht würde ich da einen ganz anderen Lenker drauf packen, ein bisschen was Höheres oder so. Einfach um eine
bessere Fahrposition zu kriegen. Fußrastenanlage, genauso wie hier Platz am Luftfilter, ist top. Also ich sitze richtig gut. Nur ihr seht das vielleicht, der Schalthebel ist super flach irgendwie. Den müsste ich ein bisschen steiler haben, weil irgendwie ist es komisch. Ist aber auch wahrscheinlich eine Gewöhnungssache, wie man sich den halt einstellen will. Ne? Aber sonst, all in all, finde ich das Bike voll geil. Also sieht geil aus, fährt sich schön, macht Spaß. Hat echt sich ein sehr, sehr schönes Custom-Bike zusammengebaut. Also geile Nummer, wirklich. Wir gehen jetzt mal ein bisschen auf Tunneljagd, habe ich mir überlegt. Also ich habe einen Tunnel hier noch im Kopf. Müsste hier gleich links sein. Da muss ich aber auf jeden Fall mal gleich das Visier aufmachen. Weil der Tunnel hier ist richtig knackig. Das ist so richtige Röhre. Das schallt hier so krass. Boah, Junge, Alter. Hört sich schon richtig brutal an. Jetzt fahren wir wieder zurück Richtung Shop. Da kommt man dann natürlich noch durch den legendären Ostwestfalen-Tunnel. Der ist auf jeden Fall nicht der kürzeste Tunnel, sage ich mal so. Da kann man auf jeden Fall den Sound auch nochmal genießen. Und das ist, glaube ich, auch echt ein perfekter Abschluss für unsere Fahrt. Ein Fazit zum Bike habe ich euch ja schon gegeben. Aber ja, hat sich auch nicht mehr geändert. Also ist echt ein schönes Motorrad, fährt sich gut. Vor allem optisch. Und darum geht es ja halt irgendwo auch bei den Custom Bikes. Ne? Also klar, wir wollen alle auch fahren, aber das Ding muss halt auch einfach geil aussehen. Und das tut's. Also ich bin gespannt. Vorhin, wo wir das Video gefilmt haben, haben drei Leute unabhängig voneinander angehalten und, sage ich mal, das Motorrad ein Feedback gegeben, dass es halt wirklich richtig geil aussieht. Und das heißt schon was, ne? Jetzt können wir hier noch mal ein bisschen genießen. Geil, Alter. Da weiß der GS-Fahrer erstmal, was ein Motorradsound ist. Boah, ich weiß auch nicht. Also ich mach's auch zum tausendsten Mal und es wird nicht weniger geil. Hört sich einfach geil an. Es hört sich einfach geil an. Also ich glaube, wir Harley-Fahrer haben einfach absoluten Dachschaden, was Sound angeht. Vielleicht bin ich aber auch ein Einzelfall, aber ich glaube nicht. Also ich glaube, ihr seid alle genauso gestört, oder? Hier links übrigens kommt der neue Ford-Standort hin. Von meinem Partner Schröder-Teams. Bin ich mal gespannt. 16.10. Samstag ist Eröffnung. Wir sind natürlich auch da mit Demo-Bikes und allem drum und dran. Könnt ihr Probefahrten machen, könnt mit mir quatschen. Kommt gerne vorbei, wird eine geile Nummer, wird eine fette Eröffnung mit vielen Ausstellern, geilen Autos, geilen Motorrädern, also das wird richtig geil. Hiermit biege ich wieder ins Lenkwerk ein und würde das Video somit auch beenden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, ich bedanke mich bei Thomas vor allem für die Möglichkeit, dass ich sein Motorrad fahren darf. Schreibt mir gerne ein paar Kommentare, lasst einen Daumen nach oben da, meldet euch, wenn ich euer Bike fahren soll und ganz, ganz wichtig, denkt dran, den Kanal zu abonnieren. Das ist Number One. Ich würde sagen, danke fürs Zuschauen. Bleibt stabil, haut rein. Ich hatte euch das Ganze ja versprochen, dass ich euch mein Motorrad mal detailliert vorstelle. Was haben wir hier für ein Modell? Harley Davidson Lowrider S 117.